Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn die Tagesordnung des Landtages kommt, dann schaut man schon mal etwas gespannt darauf, welche Themen dann einen so ereilen und zu welchen Themen man sprechen muss. Als ich die Aussprache gelesen habe, Verfassungsauftrag erfüllen, Staatsleistungen an Kirchen ablösen, habe ich erstmal gedacht, hoppla, das ist jetzt ein Thema, mit dem ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte hier zum Abschluss der Wahlperiode, wenn man natürlich dann Tage vorher die Debatte verfolgt hat, auch auf Bundesebene, dann weiß man natürlich, wo der Kern sozusagen der Diskussion auch liegt. Und Herr Dr. Weiß, Sie haben es ja angesprochen. Und wenn Sie sogar den Kollegen Amthor hier loben, was ich natürlich sehr gut finde, dann werden Sie natürlich von uns jetzt auch hier kein Return bekommen mit der Botschaft, Sie wollen hier den Kirchen irgendwo ins Zeug flicken. So habe ich jetzt Ihre Rede auch nicht verstanden. Und ich glaube, ich habe auch die Bundestagsdebatte nicht verstanden. Und deswegen, glaube ich, war die Debatte bis auf einige Auswüchse hier von rechts außen, glaube ich, auch sehr, sehr sachlich und sehr seriös hier in diesem Haus bisher. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Und klar ist, das ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube auch ja, nahezu einmalig, auch in der Rechtsgeschichte, dass wir jetzt also diesen Verfassungsauftrag, der quasi aus Weimar kommt, jetzt die Bonner Republik überlebt hat und jetzt quasi immer noch nicht gelöst ist, dass wir den jetzt schon so lange mit uns herumschleppen, um es mal etwas flapsig zu formulieren. Das ist natürlich schon ein sehr besonderer Zustand. Das zeigt natürlich auch, welche besondere Rollen auch die Kirchen hier bei uns im Land haben. Und das will ich an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen, weil das hier etwas auch aus meiner Sicht zu kurz gekommen ist. Und wir leben natürlich gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern natürlich, was Nationalsozialismus und dann auch 40 Jahre SED-Diktatur für Folgen auch hier an den Kirchen hinterlassen haben, nicht nur was den baulichen Zustand angeht, sondern auch einfach, dass wir ein Bundesland sind, wo relativ wenig Menschen eine kirchliche Bindung haben. Das ist einfach so. Das ist das Ergebnis von den genannten Zeitabläufen dort, wo das natürlich nicht gefördert wurde, ganz im Gegenteil, wo man drangsaliert wurde, wenn man sich zur christlichen Kirche bekannt hat. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass nach 1990 hier wieder Fahrt aufgenommen hat. Und da soll man auch nicht so tun, als wenn die Kirchen, das war ja gerade so aus der Richtung jetzt hier, als wenn die jetzt im Geld schwimmen würden. Also ich habe gerade vor 10 Tagen hier an einem Fusionsgottesdienst von 3 Gemeinden in Schwerin teilgenommen, wo ich immer noch sagen würde, Schwerin ist ja noch etwas Insel der Glückseligen. Hier haben wir wachsende Bevölkerungszahlen, eine gute Struktur. Da haben also 3 Gemeinden fusioniert, auch natürlich auch aus dem Aspekt finanzielle Gründe auch eine Rolle gespielt. Also solle man nicht so tun, als wenn die Kirchen jetzt hier im Geld schwimmen und da könnte man nochmal hier und da an der Schraube drehen. Und deswegen ist, glaube ich, ganz klar für uns, wir nehmen den Verfassungsauftrag ernst, das ist klar. Zweitens, die Ministerin ist darauf eingegangen auch, das ist keine Frage, die wir hier im Land alleine lösen können. Da muss der Bund, und da war ja auch die Debatte im Bundestag, da muss der Bund zunächst auch mit allen Beteiligten, da würde ich sehr für werben, nach einer Lösung finden. Und dann muss es am Ende logischerweise auch mitfinanziert werden. Denn da würden wir als CDU schon darauf bestehen, dass natürlich wir die Kirchen, die 14 Millionen Euro stehen hier im Raum. Das ist ja nur ein Teil dessen, was an staatlichen Leistungen kommt. Aber dass man natürlich dort auch eine Kompensation an der Stelle schafft. Und deswegen ist es auch gut, dass es heute kein Antrag ist, sondern dass es eine Aussprache ist, dass man sich darüber mal vom Grundsatz her verständigt. Und das muss natürlich auch alles dann hier im Landeshaushalt mit abgebildet werden, wenn man sich hier für diese Ablöse entscheidet. Und von daher ist, glaube ich, die Debatte, so verstehe ich sie heute, ein Auftakt zu der Diskussion. Wie sie dann weitergeht, wird man sehen. Sie haben das Thema Enquete-Kommission angesprochen. Ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen jetzt hier schon Vorschläge für 2 Untersuchungsausschüsse und 2 Enquete-Kommissionen für die nächste Wahlperiode gehört. Da müssen wir uns dann nochmal verständigen, diejenigen, die dann hier noch mit dabei sind in der nächsten Wahlperiode, wo mal die Schwerpunkte gesetzt werden. Aber das Thema ist auf jeden Fall wichtig und es muss aus meiner Sicht im Konsens auch mit den Beteiligten, mit allen gelöst werden. Und von daher herzlichen Dank für die sachliche Debatte und vielen Dank.